gesagt hat, davon ausgehen, dass man bald wieder im Biergarten sitzt und Geschäfte öffnen kann und wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir froh sein können, dass wir in Deutschland leben, weil wir haben die Kraft, die sozialen, wirtschaftlichen und auch die gesundheitlichen Folgen zu bewältigen. Und da sind wir ja mittendrin. Und jetzt sind wir natürlich mitten in der von dir angesprochenen Frage, was tun in dieser Krise? Und man könnte natürlich jetzt sagen, naja, lass doch alles so laufen. Aber unterm Strich muss man klar sagen, nichts zu tun ist wahrscheinlich die teuerste Variante von allen. Denn nichts zu tun würde ja bedeuten, dass viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Wir haben das gesehen beispielsweise in den USA vor ein paar Monaten, als innerhalb von ein, zwei Wochen Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Deswegen haben wir viel Geld in die Hand genommen und investieren und versuchen zu unterstützen, wo es geht, damit wir Strukturen erhalten können, dass Arbeitsplätze gesichert werden und wir aber gleichzeitig mit unseren Investitionen eben auch dafür sorgen wollen, dass wir jetzt die Krise nutzen, um einen Umbau vorzunehmen in der Gesellschaft, dass wir wichtige Investitionen anstoßen, beispielsweise beim Klimaschutz, in der Digitalisierung, aber auch beim Thema Mobilität, beim Thema sozialen Zusammenhalt. Also das bietet jetzt eben hier die Krise, dass wir die Chance haben, hier in richtige Wege zu investieren. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage immer wieder, naja, wie wird das denn eigentlich finanziert? Das ist ja deine Eingangsfrage. Und natürlich würde ich darauf gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ja, vielen Dank, dass du uns das Bild nochmal aufgemacht hast. Ich glaube, viele Menschen sind auch dankbar dafür, dass wir durch kluge, vorausschauende Politik in der Lage waren, die letzten 12, 14, 16 Monate das zu tun, was du beschrieben hast, nämlich die Folgen, so gut es geht, abzufedern. Es ist nie möglich, so etwas völlig auszugleichen, so einen dramatischen Einbruch, wie wir erlebt haben. Aber wir sind da besser aufgestellt gewesen und besser durch diese Krise gekommen als manch anderer. Jetzt nähern wir uns hoffentlich, wenn die Impfkampagne funktioniert, dem Ende dieser besonderen Zeit. Und das fällt dann tatsächlich zusammen, zufällig mit der Bundestagswahl im Herbst. Und deswegen die Frage, wenn die Krise überstanden ist und wenn wir abrechnen und dann sehen, wie viele Milliarden uns das Krisenmanagement gekostet haben wird, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wir die Schulden, die wir jetzt in der Krise richtigerweise aufgenommen haben, zurückzahlen werden und was das bedeutet für die Haushaltspolitik der nächsten Jahre. Also wird es eher über die kleinen Leute gehen, über die Einkommen derjenigen, die jetzt vielleicht stabilisiert worden sind in ihrem Arbeitsplatz, wird man über die hohen Einkommen gehen in der Gesellschaft? Haben wir einen Plan, wie wir diese Milliardensummen aufbringen wollen für die Zukunft? Noch auch auf dem Hintergrund, dass wir außerdem ja in der Krise auch gemerkt haben, was alles nicht so gut funktioniert in unserem Land. Wenn wir nur an die Digitalisierung denken, wenn wir an die Schulen denken, wenn wir an all das denken, was uns in den letzten Jahren, in den letzten Monaten auf die Füße gefallen ist, in der öffentlichen Verwaltung, was nicht funktioniert hat. Das heißt, wir haben ja eigentlich einen Investitionsstau vor uns, gleichzeitig eben diese Belastung jetzt aus der Krise. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, woher nehmen? Und deswegen, was ist deine Position, beziehungsweise was ist unsere Position für die Frage nach der Finanzierung der Krise, der Folgen, der finanziellen Folgen der Krise? Ja, Matthias, ich glaube, eine sehr wichtige Frage, die man natürlich auch beantworten muss mit einer Aussage, was ist, also mit der Frage, wofür haben wir eigentlich jetzt wie viel Geld in die Hand genommen?
Und wir haben ja gestern erst im Deutschen Bundestag nochmal einen Nachtragshaushalt beschlossen, in dem wir nochmal den Weg freigemacht haben für eine weitere Marge an Schulden, die wir aufnehmen, an Investitionen. Insgesamt werden es dann in den Jahren 2020 und 2021 etwa 370 Milliarden Euro sein, die wir in die Hand genommen haben, um diese Krise bewältigen zu können. Das ist weniger, als man ursprünglich gedacht hat. Ursprünglich haben wir im Haushaltsausschuss und auch im Bundesfinanzministerium mit einer Summe von 397 Milliarden gerechnet. Das heißt, auch wenn wir jetzt nochmal im Nachtragshaushalt zusätzliches Geld locker gemacht haben, ist es dennoch unter dem, was man ursprünglich eigentlich mal gedacht hat, was in die Hand genommen werden muss. Die Ausgaben sind beispielsweise jetzt nochmal zusätzlich gestiegen. Wir nehmen nochmal über 6 Milliarden Euro in die Hand, um noch mehr Impfstoffe beschaffen zu können, aber auch nochmal 25 Milliarden Euro, um unsere Unternehmen, aber auch Selbstständige und Künstlerinnen und Künstler durch die Krise zu bringen für die nächsten paar Monate. Also bis hin zum Kinderbonus, wo es nochmal 150 Euro pro Kind gibt. Und wir haben auch nochmal Puffer für die Vorsorge, wenn wir beim ein oder anderen Thema nochmal schnell zusätzlich reagieren müssen. Das hört sich erstmal nach viel an. Aber wenn man sich anschaut, wofür wir jetzt auch in den nächsten Jahren Geld zur Verfügung stellen, dann glaube ich, dass das sehr richtig ist. Wir sehen in der Finanzplanung, dass bis 2025 insgesamt 200 Milliarden Euro vorgesehen sind, eine Rekordsumme für Investitionen in wichtige Bereiche, digitale Infrastruktur, Verkehr, Mobilität, Wasserstoff, in die Familien und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja, wo kommt das Geld her? Ja, die Bundesrepublik Deutschland nimmt Schulden auf. Bürgerinnen und Bürger können Staatsanleihen kaufen. Das ist zum Glück sehr gut in Deutschland, weil wir eine hohe Bonität genießen als Bundesrepublik. Und so wird es sein, dass wir tatsächlich über viele Jahre natürlich auch Schulden reduzieren müssen, die Kredite zurückzahlen müssen. Aber was wir mit beschlossen haben im Deutschen Bundestag, ist ein Abbaupfad, das heißt ein klarer Weg, wie wir diese Schulden zurückzahlen wollen. Und es wird auch ganz gut funktionieren, weil wenn wir gut aus der Krise wieder rauskommen, die Wirtschaft dann aufblüht, wir wieder sozusagen durchstarten können, dann werden auch mehr Steuereinnahmen kommen, mit denen man dann Stück für Stück diese Schulden auch wieder zurückzahlen kann. Trotzdem, und jetzt ist natürlich das der Kern deiner Frage, was heißt es denn jetzt für die Finanzpolitik? Hier gibt es ja die Aussage beispielsweise vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der gesagt hat, wir wollen Steuern senken. Wir von der SPD sind der Meinung, dass wir für diejenigen, die in der Krise gewonnen haben, durchaus auch Steuererhöhungen in Betracht ziehen müssen, um eine zusätzliche Einnahmequelle zu erzielen. Also beispielsweise für die Superreichen. Die SPD hat ja schon länger vor, die Vermögenssteuer entsprechend zu gestalten, die Einkommensteuer für diejenigen, die sehr, sehr gut verdienen, entsprechend zu erhöhen. Aber keinesfalls natürlich für diejenigen, die im mittleren Einkommensbereich sind. Ich denke, das ist der richtige Weg. Im Übrigen vielleicht noch mal zur Größenordnung der Schulden. Wichtig ist ja immer zu sehen, wie ist denn die Schuldentragfähigkeit? Da sind wir in Deutschland jetzt beim Wert von 70% etwa. Im Vergleich zur Bankenkrise 2010 sind wir noch deutlich drunter. Da waren wir bei 80. Und wenn wir in andere Länder schauen, Frankreich, Italien, Spanien, die sind weit über 100, Italien sogar bei 160. Insofern glaube ich, dass diese Schuldenaufnahme absolut vertretbar ist. Und ich bin der Meinung,
für die nächsten paar Jahre ist wirklich sozialdemokratische Politik angesagt, nämlich investieren in wichtige Zukunftsbereiche, sozial ausgewogen. Und diejenigen, die jetzt in der Krise, wo viele Einbußen hatten, gewonnen haben, dass wir die dann auch noch mal zu einem extra Beitrag bitten können. So ähnlich wie das Joe Biden im Augenblick ja auch wohl plant, also einerseits ein großes Investitionsprogramm in die Infrastruktur des Landes und auf der anderen Seite gezielt auch Steueranhebungen für die am oberen Ende der Einkommensskala. Genau so ist es. Es ist im Übrigen ja sehr interessant zu beobachten, wie die einzelnen Länder planen, aus der Krise zu kommen, welche Vorschläge auch da sind, sozusagen diese zusätzliche Schuldenaufnahme dann entsprechend auch wieder auszugleichen und über einen längeren Zeitraum rauszukommen. Also ich war sehr verwundert, dass zum Beispiel der französische Präsident Macron auch Steuererhöhungen ausgeschlossen hat und stattdessen Steuersenkungen versprochen hat für alle. Ich glaube, man muss hier schon differenzieren. Wie ist die Lebenslage der Menschen? Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass wir weiterhin zuschauen, dass diese Corona-Krise in den Auswirkungen für diejenigen, die es ohnehin schon schwer haben in unserer Gesellschaft, das Leben noch schwerer macht und noch schwieriger gestaltet, auch mit dem finanziellen Hintergrund, während andere, denen, die ohnehin schon finanziell sehr gut dastanden, weiter profitieren. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass die SPD mit Olaf Scholz auch den nächsten Bundeskanzler stellt und wir an der Regierung beteiligt sind. Denn ich habe die Sorge, bei einer anderen Konstellation, beispielsweise mit Schwarz und Gelb oder Schwarz und Grün, dass der soziale Aspekt nicht ausreichend zur Geltung kommt. Könnte man oder müsste man nicht auch darüber nachdenken, diejenigen, du hast das erwähnt, die in der Krise durch glückliche Umstände letztlich profitiert haben, dass also zum Beispiel der ganze digitale Handel im Unterschied zum stationären Handel, der Versandhandel, aber auch die Vermieter und Vermieterinnen, die Einnahmen hatten, auch wenn ihre Mieter auf Kurzarbeit waren oder ihre Gaststätten, ihre Geschäfte nicht öffnen konnten, musste man auch darüber nachdenken, sozusagen mit einem besonderen Beitrag all diejenigen, die in der Krise, von der Krise ein Stück weit auch profitiert haben, an den Folgen zu beteiligen, oder ist das nicht notwendig? Also ich denke schon, dass man darüber nachdenken muss, wie man sozusagen die finanziellen Folgen für unsere Gesellschaft entsprechend gegenfinanzieren kann. Dafür braucht es aus meiner Sicht dann eine genaue Analyse, wie es aussieht. Ich sehe natürlich auch, dass zum Beispiel die davon galoppierenden Mieten eine große Belastung sind für viele Menschen, insbesondere für Familien. Und deswegen teile ich ja die Ansicht logischerweise der SPD und derjenigen, die sich für die Mieterinnen und Mieter stark machen, dass wir dringend Maßnahmen ergreifen müssen, um sozusagen den Mietanteil am monatlichen Budget der Menschen runterfahren zu können, beziehungsweise zum Stoppen zu bringen, weil das ist eine große Belastung für die Menschen. Ich habe es bedauert, dass in Berlin der Mietendeckel jetzt vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde. Umso mehr müssen wir aus meiner Sicht als SPD, aber auch in der Gesellschaft schauen, wie wir es schaffen, dass die Wohnungsmieten nicht weiter davon galoppieren, weil das ist ein richtiges soziales Problem in unserem Land. Nicht nur in den Ballungszentren im Übrigen, sondern beispielsweise auch in meiner Heimatstadt Biberach an der Riß, wo es zum Beispiel kaum Wohnungsangebote gibt. Und wenn Wohnungen angeboten werden, dann sind sie in der Regel doch sehr teuer.
Und bei der Vielzahl an Interessenten ist es dann eben so, dass diejenigen mit befristeten Arbeitsverträgen, diejenigen mit Behinderungen und so weiter und so fort am Ende natürlich schlechte Chancen haben, tatsächlich die Wohnung zu bekommen. Und ich glaube, das Thema Wohnen ist ein Top-Thema und auch da braucht es die SPD bei diesem Thema. Lass mich noch mal einen Punkt ansprechen zu diesen mehr globalen oder übergreifenden finanzpolitischen Grundsatzfragen. Wir haben uns ja in der Verfassung vor einiger Zeit darauf verständigt, dass wir Schuldenaufnahme begrenzen, diese sogenannte Schuldenbremse. Wir haben sie jetzt in der Krise richtigerweise ausgesetzt. Bist du der Meinung, dass man trotz dieses Instruments, was ja dann in Zukunft wieder greifen wird, den Abbau der Belastungen und die Bewältigung der finanziellen Folgen dieser Pandemie stemmen können? Oder musste man da noch mal ran an diese Schuldenbremse? Ist das eine Behinderung dauerhaft der notwendigen Investitionen in die Zukunft? Oder ist das möglich, beides zu tun? Also prinzipiell Schulden zu begrenzen, aber dennoch zu investieren und die Folgen dieser Pandemie zu bewältigen finanziell? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt diese Ausnahmeregelung haben in Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 im Grundgesetz und dass wir die Möglichkeit hatten, entsprechend hier eine Ausnahmeregelung greifen zu lassen. Ich bin auch überzeugt, dass es im nächsten Jahr wieder diese Ausnahmeregelung bedarf, also in 2022. Ich hoffe aber, dass wir in 2023 und in folgenden Jahren nicht mehr auf diese Ausnahmeregelung zurückgreifen müssen, sondern dass es uns dann wirtschaftlich tatsächlich und auch haushaltsmäßig wieder so gut geht, dass wir nicht diese Ausnahmeregelung ziehen müssen. Grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich die Haushaltspolitik und die Finanzpolitik der letzten Jahre von Olaf Scholz doch ja auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt auch über die Kapazitäten verfügen, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Die Politik der letzten Jahre war ja geprägt einerseits von hohen Investitionen. Wir haben ja auch viel investiert in den letzten Jahren aufgrund der niedrigen Zinsen, aufgrund der hohen Beschäftigungszahlen in Deutschland, der wirklich hervorragenden Steuereinnahmen. Und so konnten wir investieren, gleichzeitig ja aber auch einen ausgeglichenen Haushalt halten. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft natürlich wieder in Stück für Stück in diese Situation kommen, sodass sich dann hoffentlich auch diese Diskussion erübrigt, ob wir die Schuldenregel weiter einhalten oder nicht. Am besten ist es ja natürlich, wenn man eigentlich gar nicht drüber nachdenken muss, weil es ist ein Ausweis dafür, dass es einem Land eben sehr gut geht. Ich glaube, dieser Punkt ist nochmal wichtig festzuhalten. Es ist gar kein Widerspruch, sparsam und vernünftig zu wirtschaften und trotzdem, wenn es notwendig ist, zu investieren und aus der Krise herauszugehen mit Investitionen, mit Erneuerung, mit klugen Investitionen in Verkehr, in Wohnen, in all die Bereiche, die vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so Ziel von finanziellen Aufwendungen gewesen sind. Wir merken alle hier, wenn wir auf die Qualität des Internets schauen, dass wir beim Glasfaserausbau erheblichen Nachholbedarf haben, gerade in den ländlichen Regionen. Jetzt, wo eine ganze Nation auf einmal ins Internet gehen musste, zum Homeoffice-Arbeiten, zum Streamen, so wie wir das jetzt machen, da merken wir dann, dass wir eine ganze Reihe von Modernisierungsinvestitionen auch brauchen für die Zukunft. Und dass man beides miteinander verbinden kann, das hast du jetzt gerade aufgezeigt, dass das
kein Widerspruch sein muss. Ich glaube, das ist wichtig festzuhalten. Ja, Matthias, vielleicht noch einen Satz dazu, der mir auch wichtig ist. Wir haben ja im Haushaltsausschuss von dem Bundestag ja auch beschlossen, dass sich Deutschland beteiligt an einem europäischen Wiederaufbaufonds. Mhm. Und dazu werde ich immer wieder angesprochen, ob das denn nötig ist, dass wir uns finanziell beteiligen an den Lasten, die in anderen Ländern vorhanden sind. Also ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir uns hier beteiligen als Bundesrepublik Deutschland, weil wir haben ein großes Interesse, dass alle europäischen Länder und auch darüber hinaus aus der Krise gut wieder rauskommen. Mhm. Europa ist unglaublich wichtig, der Zusammenhalt in Europa ist wichtig und gleichzeitig ist es auch so, dass wir gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich natürlich unglaublich starke Verflechtungen haben. Und wenn wir gut rauskommen, aber Italien und Frankreich beispielsweise nicht, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Deswegen ist es notwendig, dass wir hier in einem gemeinsamen Kraftakt auch für Europa Geld zur Verfügung stellen, dass es eben auch andere Länder schaffen, diese Krise zu bewältigen. Das will ich an der Stelle einfach auch nochmal klar machen. Wir haben hier eine große Verantwortung und die nehmen wir auch wahr. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dieser Hinweis. Und ich würde sogar noch es etwas weiten, wenn wir an die Impfkampagne denken. Wir sind froh, dass wir jetzt so langsam einen Pfad haben, wenn alles klappt, dass wir bis zum Sommer mit den Impfungen vorankommen werden und große Teile der Bevölkerung dann tatsächlich auch dem Virus nicht mehr hilflos ausgesetzt sind. Aber wir wissen auch, in der einen Welt nützt es uns nichts, wenn wir hier in Europa diesen Weg gehen und der Rest der Welt nach wie vor Schwierigkeiten hat, an Impfstoffe heranzukommen. Auch da sind ja, glaube ich, Programme vorgesehen, an denen sich Deutschland auch beteiligt, um ärmeren Ländern, Ländern, die nicht so gut aufgestellt sind in der Produktion von Impfstoffen mit finanziellen Mitteln unter die Arme zu greifen, damit möglichst schnell der Großteil der Weltbevölkerung von diesem Impfprogramm profitieren kann. So ist es, Matthias. Es reicht ja nicht sozusagen nur an die eigene Scholle zu denken, sondern man muss gerade hier, glaube ich, seine Blicke weiten, den Horizont öffnen. Wir müssen schauen, dass wir weltweit gut aus der Krise kommen. Und wir haben hier in Deutschland eine Verantwortung, aber ich denke, wir haben auch viele Möglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass ja ein sehr guter Impfstoff in Mainz in Deutschland entwickelt wurde. Wir sehen, dass in Tübingen auch ja ein Impfstoff mhm. am Start ist. Ich sehe, dass wir zum Beispiel auch sehr gut unterwegs sind bei der Entwicklung von Therapien, um die Langzeitschäden von Corona abzumildern. Oder beispielsweise, wenn jemand infiziert ist, durch bestimmte Maßnahmen und Therapien, die schnell greifen, dafür zu sorgen, dass eine Infektion nicht einen schweren Verlauf nimmt, sondern einen milderen Verlauf. Da sind wir ganz weit vorne. Bei mir im Biberach an der Riss ist ja der Forschungsstandort von einem sehr, sehr guten Unternehmen im Pharmabereich, die darauf setzen und darauf bauen und schon erste Erfolge mhm. haben. Das, denke ich, ist auch ein Schwerpunkt, den wir setzen sollten. Also impfen einerseits, testen, die Frage, wie kommen wir insgesamt wirtschaftlich und gesellschaftlich aus der Krise. Aber wir sollten auf keinen Fall vergessen, an diejenigen auch zu denken, die natürlich durch eine Infektion Langzeitschäden haben, Langzeitbeeinträchtigungen. Und hier sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr unterstützen, vielleicht von staatlicher Seite, dass wenn wir schon Unternehmen haben, die hier weit, weit vorne sind, dass die dann auch möglichst zügig zu einem Durchbruch kommen. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der mir ehrlich gesagt in der Diskussion aktuell ein bisschen zu kurz kommt. Ja,
Ja, das glaube ich, ist auch ganz wichtig, das festzuhalten. Könnte man sagen, dass sich auch durch die Pandemie, es ist ja so ganz vieles ins Rutschen gekommen, man betrachtet Dinge neu, dass wir auch ein neues Verständnis der Bedeutung des Staates als Akteur haben. Es war ja sehr wichtig, dass staatliche Investitionen locker gemacht wurden, um diese Impfstoffentwicklung so schnell an den Start zu bringen. Das hätten Privatunternehmen in der Weise nicht ohne weiteres mobilisieren können. Oder bei der Frage, ins Risiko zu gehen, Kapazitäten für die Produktion aufzubauen, auch wenn noch nicht hundertprozentig klar ist, wie die Wirkung und Leistungsfähigkeit des Impfstoffes sein wird. So etwas kann ja eigentlich nur der Staat organisieren. Würdest du das sagen, dass das für die nächsten Jahre auch eine Lehre ist aus dieser Krise, dass wir die positive, starke Rolle des Staates wieder mehr würdigen und von dieser Staatsverachtung, die ja viele Jahre so auch den öffentlichen Diskurs geprägt hat, wegkommen? Ja, Matthias, das ist eine, glaube ich, sehr wichtige Frage. Ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele Menschen deutlich wird in diesen Monaten, wie wichtig ein leistungsfähiger, vorsorgender, fürsorgender Staat ist, wie wichtig es ist, moderne, gut aufgestellte Behörden und Verwaltungen zu haben, die schnell agieren können oder reagieren können. Und Corona hat auch in diesem Bereich Defizite bei uns offengelegt, beispielsweise in den Gesundheitsämtern. Ich hoffe, dass das, was wir als SPD auf Bundesebene auf den Weg gebracht haben, nämlich eine personelle Verstärkung der Gesundheitsämter, hoffentlich bald überall natürlich auch Wirkung zeigt. Ich hoffe, dass in weiten Teilen der Bevölkerung jedenfalls die Überzeugung einkehrt, dass alles nur schlank zu machen und auf den Markt zu setzen, also schlank zu machen beim Staat und in den Verwaltungen und Behörden und dann auf die Wirtschaft nur zu setzen und den freien Markt, dass das jedenfalls nicht der richtige Weg ist, sondern wir brauchen moderne, leistungsfähige Verwaltungen und Behörden. Damit einhergeht im Übrigen auch, dass wir zum Beispiel die Zahl der befristet Beschäftigten reduzieren in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Dienst. Dafür werbe ich immer und versuche, so viel wie möglich prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder Befristungen gerade beim Bund abzubauen, ja, weil ich glaube, der Bund hat hier eine Vorbildfunktion. Wir brauchen hier einen aktiven, leistungsfähigen Staat. Einen Aspekt, den betrachte ich aber wiederum mit großer Sorge. Ich glaube sogar, es ist vielleicht mit die größte Gefahr für unser Land und für unsere Demokratie. Ich nehme schon wahr, dass sozusagen durch einerseits die Diskussion um Flucht und Migration vor ein paar Jahren und gleichzeitig jetzt auch durch Corona die Zahl derjenigen, die sich aus dem, ich sage jetzt mal, demokratischen Spektrum verabschieden und abdriften in die rechtsextreme Szene zunimmt. Das macht mir große Sorge. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit Kritik und Diskurs und Austausch. Man muss ja auch nicht immer alles gutheißen, was entschieden wird in der Politik oder auch meinetwegen in der SPD. Aber ich glaube doch, dass das lange nicht rechtfertigt, dass man jetzt sich bei Reichsbürgern engagiert. Die zunehmende Bewaffnung in der Bevölkerung macht mir große Sorgen. Der Zulauf bei rechtsextremen Organisationen, ja auch überhaupt das Aufkommen der AfD,
Das alles erfüllt mich doch mit großer Sorge. Und ich glaube, es ist Aufgabe von uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber von allen, die sich Demokratinnen und Demokraten nennen, hier klare Kante zu zeigen und aufzuzeigen, was geht und was eben nicht geht. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe für die nächsten paar Jahre, wenn nicht eine Daueraufgabe für uns. Das ist wirklich, glaube ich, extrem wichtig. Ja, vielen Dank, dass du diesen Weg auch nochmal so in die Gesellschaftspolitik aufgezeigt hast. Ich würde gerne von der großen Lage der Finanzen und der Entwicklung der nächsten Jahre so ein bisschen auf die lokale und regionale Ebene kommen. Wir haben darüber gesprochen, dass du im Haushaltsausschuss dich besonders um das Themenfeld Innenministerium kümmerst, Haushalt des Innenministeriums. Dazu gehört zum Beispiel auch der ganze Bereich Sport und andere gesellschaftliche Initiativen, Engagement, Vereinigungen, Vereine. Wie viele andere auch, hat auch der Sport nicht nur bei den großen Profiklubs, die sind noch am besten durch die Krise gekommen, durch die Fernseheinnahmen, aber gerade die kleinen Sportvereine enorm zu leiden gehabt, Mitgliederschwund, viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, Tickets konnten nicht verkauft werden. Viele Kinder und Jugendliche, die normalerweise im Sport ihre Heimat finden und sich selbst erleben und engagieren können, waren auf einmal ausgesperrt. Was steht eigentlich an, um diese Vereine, diese Initiativen, dieses Engagement an der Basis der Gesellschaft in unseren Städten und Gemeinden zu unterstützen, um eben auch durch die Krise zu kommen? Sportvereine sind auch systemrelevant. Sie sind aber nicht so gut im Blick wie eben die großen Unternehmen, bei denen das sofort einleuchtet, dass wir da als Bund auch investieren müssen. Ja, Matthias, ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch seit Monaten bewegt. Ich glaube, die Rolle des Sports wird viel zu wenig diskutiert und viel zu wenig deutlich gemacht. Ich bin überzeugt, der Sport ist gerade in Corona-Zeiten Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Der Sport steht ja für vieles, sicherlich für körperliche Ertüchtigung, aber natürlich für Fitness, für Prävention gegen Krankheiten, für Rehabilitation nach Verletzungen. Aber natürlich auch vermittelt der Sport Werte und bietet einen Kompass fürs Leben, den man im Sport vor allem Kindern und Jugendlichen vielleicht mit in ihr weiteres Leben geben kann. Das Miteinander bis hin zu natürlich Leistungsbereitschaft, aber auch zu akzeptieren, dass man nicht immer gewinnen kann, sondern auch mal verliert, dass man sich an Regeln zu halten hat. Im Mannschaftssport das Miteinander, dass man alleine ja nicht gewinnen kann, sondern das Team macht uns stark. Das sind ja alles Dinge, die wir in unserer Gesellschaft unbedingt auch brauchen. Und deswegen macht mich das so traurig, dass eben der Sport ja nur noch individuell stattfinden konnte. Radfahren, Joggen oder Kraftübungen zu Hause mit Kleinstgeräten. Das ja, ist traurig und die Sportvereine, da ist es so, dass die Situation sehr unterschiedlich ist. Ich habe einige Gespräche in den Sportkreisen in Baden-Württemberg in den letzten paar Wochen online geführt. Es gibt die folgende Tendenz, dass größere Vereine in größeren Städten wohl stark Mitglieder verlieren, während hingegen kleinere Vereine eher im ländlichen Raum, so habe ich gehört, zum Teil es sogar schaffen, Mitglieder hinzuzugewinnen. Ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen,
ob man die Mitglieder persönlich kennt und ob man es schafft, durch gegebenenfalls persönliche Ansprache die Mitglieder zu halten und vielleicht über Online-Angebote oder anderes eben die Mitglieder, ich sage jetzt mal, bei der Stange zu halten. Die Sportvereine haben Unterstützung durch die Länder bekommen. Das war unterschiedlich oder ist unterschiedlich ausgeprägt. Manche sagen, in Baden-Württemberg war die Unterstützung auskömmlich. Die einen sagen aber so und die anderen sagen so. Viele sind auch enttäuscht und haben gesagt, sie haben sich von der Landesregierung mehr versprochen. Im Bund ist es so, wir haben natürlich ein großes Auge auf den Sport und trotzdem gibt es ja eine klare Regelung. Der Bund ist für den Spitzensport zuständig, Länder und Kommunen für den Breitensport. Wir haben trotzdem einiges getan, um letztendlich den Sport vor Ort zu stärken. Wir haben ein Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, Sanierung kommunaler Einrichtungen, insbesondere im Bereich des Sports, wo wir zum Beispiel im März eine Förderliste beschlossen haben vom Volumen 600 Millionen Euro. Damit fördern wir die Sanierung oder den Ersatzneubau von 222 oder 25 Sporteinrichtungen in Deutschland, weil wir einfach wissen, dass viele Sporthallen, auch Schwimmbäder zum Beispiel, marode sind und kurz davor sind, dass sie geschlossen werden müssen. Hier haben wir als Bund ein großes Programm auf den Weg gebracht. Wir werden in Kürze weitere 200 Millionen Euro auf den Weg bringen und nochmals 100 Einrichtungen unterstützen über die Kommunen. Das ist notwendig und ich glaube auch eine wichtige Investition für die Zukunft. Denn mal ehrlich, wer trainiert schon in Hallen und zieht sich gerne in Umkleidekabinen um, die, ich sag mal, unter aller Kanone sind? Ja. Und ein Schwerpunkt bei diesem Programm ist natürlich auch die Ausstattung mit Schwimm- und Hallenbädern. Wir sehen mit großer Sorge, dass immer weniger Kinder und Jugendliche und Menschen insgesamt in Deutschland schwimmen können. Die Zahl der Badetoten steigt von Jahr zu Jahr. Und Schwimmen ist ja nicht nur die Fähigkeit, sich über Wasser halten zu können. Nein, das löst eben bei einem Kind und bei Menschen auch ganz andere Fähigkeiten aus. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir weiterhin allen Menschen in Deutschland die Gelegenheit geben, in einem Bad schwimmen zu lernen. Ich teile nicht die Einschätzung vom Ministerpräsidenten Kretschmann, dass man Kindern auch in fließenden Gewässern das Schwimmen beibringen könnte. Das ist sogar verboten und ehrlich gesagt auch ziemlich unvernünftig und gefährlich. Der richtige Weg ist, jetzt zu investieren, auch in Sportstätten. Und ich glaube, das kommt dann auch den Sportvereinen zugute, weil ich der Meinung bin, wenn die Krise bewältigt sein wird, dann brauchen wir eine Kampagne in unserer Gesellschaft für Sport, für mehr Bewegung, insbesondere auch für den Mannschaftssport, weil sich ja auch zeigt, wer körperlich fit ist und keine Vorerkrankungen hat, hat auch bessere Chancen, bei einer derartigen Infektion wenigstens einen milden Verlauf zu haben und nicht schwer zu erkranken. Und ich glaube, dass es einen starken Zulauf geben wird, wenn es wieder erlaubt und möglich ist, Sport zu treiben und dann auch natürlich, was der Sport ja auch mit sich bringt, zusammen zu sein mit anderen Menschen, andere Menschen auch kennenzulernen, die sogenannte dritte Halbzeit zu leben. Das fehlt uns ja auch allen. Da ist ja der Sport eine wichtige Plattform. Das sollten wir auf gar keinen Fall vergessen. Und deswegen glaube ich, der Sport hat jetzt eine schwierige Zeit, aber ich glaube, der Sport hat die allerbesten Möglichkeiten, am Ende, wenn man abrechnet, als Gewinner dazustehen. Und dazu, glaube ich, sollten wir auch aus der Politik dazu beitragen. Ja, bin ich ganz bei dir. Du hast ein paar Stichpunkte auch genannt, Investitionen in die
in die marode Infrastruktur, dieser Sanierungsstau, der sich da vielfach vor Ort auch aufgebaut hat in der Vergangenheit, der auch eine Belastung letztlich ist. Ne? Wir haben gespart in den letzten Jahren an vielen wichtigen Investitionen. Auch das ist eine Last, die wir der jungen Generation jetzt aufbürden. Und klar, die verschiedenen Ebenen im Staat, der Bund ist nicht für alles zuständig, Kommunen und auch Länder sind gefordert. Trotzdem mit so Leuchtturmprogrammen oder Anstößen, die man von der Bundesebene auch gibt, kann man natürlich auch vor Ort Dinge mobilisieren. Ich dachte gerade noch an den Aspekt auch der Digitalisierung. Auch da, glaube ich, kann man oder könnte man kleineren und Vereinen vor Ort auch helfen, mit einem Programm sich da besser aufzustellen und auch diese neuen Möglichkeiten besser zu nutzen vor Ort, jenseits der Krise, die ja hoffentlich demnächst dann auch ein Stück weit überwunden sein wird. Martin, absolut, wir haben jetzt Matthias. Ja, bitte. Vielleicht noch ein Satz, was ich nicht vergessen will. Wir haben ja im Rahmen des Jahressteuergesetzes im Deutschen Bundestag auch wichtige Neuerungen nochmal beschlossen, zugunsten der ehrenamtlich Engagierten im Sport, die Pauschale für Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die Pauschale für Ehrenamtliche wurde deutlich erhöht. Wir haben Bürokratieabbau auch nochmal vorgenommen beim Thema Spendennachweise. Wer also einem Verein etwas spendet, dann haben wir auch nochmal die Einnahmegrenze zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb deutlich erhöht. Das alles soll natürlich auch dazu beitragen, dass die Verantwortlichen in den Sportvereinen, die in den letzten Jahren ja sich ehrenamtlich engagiert haben, bei der Stange bleiben und jetzt nicht sagen, ach, das mache ich nicht mehr, sondern wir wollen sie motivieren, jetzt nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern noch ein paar Wochen jetzt durchzuhalten und dann auch natürlich wieder durchzustarten, weil wir brauchen die Ehrenamtlichen im Sport unbedingt. Das ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Jetzt hast du noch gerade noch mal die Klammer gemacht zwischen dieser übergreifenden Perspektive und den ganz konkreten Erfordernissen vor Ort. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr interessanten Überblick gegeben, wie die großen und die kleinen Dinge zusammenhängen. Und wie wichtig Haushalts- und Finanzpolitik nicht nur in der Krise, sondern auch darüber hinaus ist. Und wie wichtig ist, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diese Politik in den nächsten Jahren mitgestalten und verantworten. Martin, vielen Dank für deine Zeit und für diese interessanten und wichtigen Informationen, die du mir und den Zuseherinnen und Zusehern und Zuhörerinnen und Zuhörern vermittelt hast. Ich hoffe sehr, dass du im nächsten Bundestag erfolgreich deine Arbeit fortsetzen kannst und würde dich natürlich gerne dabei unterstützen. Mal schauen, wie das im Herbst ausgeht. Ich glaube, selten war eine Bundestagswahl so spannend und so offen wie diese. In diesem Sinne vielen Dank für dieses Gespräch samstags um 1. Nächste Woche ist der 1. Mai, zufällig am Samstag. Da werden wir vor Ort sehen, was wir tun können, um die Kollegen von den Gewerkschaften zu unterstützen bei ihrer Kampagne gemeinsam zum 1. Mai. Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, allen Zuseherinnen und Zusehern einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Matthias, dir ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir für die nächsten Wochen alles Gute und viel Erfolg bei der Bundestagswahl. Ich hoffe ja, dass du den Sprung in den Deutschen Bundestag schaffst und wir beide bald zusammen in der SPD-Fraktion Politik machen können im Deutschen Bundestag. Dankeschön, viel Erfolg. Danke dir. Tschüss. Tschüss.